Normalerweise beschäftigen wir uns auf diesem Kanal hier mit der Spirituose Whisky. Schwerpunkt schottischer Single Malt Whisky. Aber auch wir Freunde des gepflegten Genusses, die Whisky-Genießer, wir wissen natürlich, dass es eigentlich noch eine Steigerung gibt im Bereich der Spirituosen. Und das ist der Eierlikör. Und deshalb soll es heute um den Eierlikör gehen und um einen ganz besonderen. Und das ist das ultimative XXL-Tasting vom Eierlikör. Was soll es sonst sein? Vorab, ich mache keine Werbung, sondern sage ausschließlich meine Meinung und mein Zeug, das kaufe ich mir immer selbst. Der Eierlikör, das ist ein Getränk, das heute wieder wahnsinnig in Mode gekommen ist. Früher galt das so als etwas angestaubt. Ja, das ist so ein bisschen das, was die Omas irgendwie nach dem Kaffeekränzchen trinken. Aber heute ist es wieder auch durchaus in der einen oder anderen Szene total angesagt. Und nicht nur deshalb, sondern weil es euch wahrscheinlich um die Krönung aller Spirituosen handelt, werden wir uns heute ernsthaft, durchaus ernsthaft mit dem Eierlikör ein bisschen genauer auseinandersetzen. Dafür habe ich beim Lidl war das, glaube ich, so ein Probepäckchen erworben. Das war ziemlich preiswert. Ich habe den Preis jetzt vergessen. War auf so einem, Sortimentstisch oder sowas. Denn was gibt es Besseres, wenn man sich mit einer neuen Spirituose auseinandersetzen möchte oder genauer auseinandersetzen möchte, als ein Probepack von ausgesuchten Qualitätslikören. So. Und da werde ich gleich natürlich einzeln was zu sagen und werde die mir jetzt erstmal alle abfüllen und sag dann nochmal, damit wir natürlich auch die Farbe analysieren können, dieses herausragenden Getränks. Und ja, da sehen wir schon, ich hätte den wahrscheinlich erstmal nochmal kräftig shaken müssen. Das ist schon ein großer Unterschied. Freunde des Whiskys, wenn ihr euch mit dieser wahrhaft beeindruckenden Spirituose auseinandersetzen wollt, dann bitte vorher erstmal kräftig schütteln. Etwas, was wir im Whisky-Bereich natürlich überhaupt nicht kennen. Ups, ich würde sagen, wir machen hier Nägel mit Köpfen und von daher werden wir die natürlich alle sofort komplett verkosten. So, und damit wir die Übersicht behalten, kommt jeder einzelne Eierlikör, jede Variante dieser herausragenden Spirituose in ein eigenes Gläschen. Und dann werden wir hoffentlich die Übersicht behalten, indem wir die Fläschchen da vorstellen. Und werden dann eben genau analysieren, was das Geheimnis dieser Spirituose eigentlich ist. Wir können erstmal ganz grundsätzlich was dazu sagen. Was ist Eierlikör? Tja, Eierlikör ist also, wie gesagt, gehört zu der Gruppe der Liköre und hat eigentlich den Bestandteil Alkohol, ne, das ist klar. Alkohol und ansonsten gibt es dann noch Eigelb, ja, und Zucker. Manchmal auch Eiweiß. So, das sind so eigentlich die Bestandteile, die den Eierlikör ausmachen. Und ihr seht ja hier diese Aufschrift Advokat. Advokat darf sich ein Eierlikör nur dann nennen, wenn er eben eine bestimmte Zusammensetzung hat, nämlich 140 Gramm Eigelb und 150 Gramm Zucker pro Liter Alkohol. Und der Alkoholgehalt muss mindestens 14 Volumenprozente betragen. So, das ist also die Vorgabe, wenn das Ding Advokat heißen soll. Und ansonsten ist es einfach nur ein stinknormaler Eierlikör. Außerdem gibt es ganz bestimmte Vorschriften, natürlich von der EU, wo sind wir denn sonst, was eben Eierlikör sein darf und was dann eben sich nicht mehr Eierlikör nennen darf. Also beispielsweise diese ganzen Hausrezepte, die man also so allgemein kennt, wo dann irgendwie noch vielleicht Kondensmilch oder Sahne oder sowas in der Art irgendwie zugemixt ist, ja, das sind dann streng genommen keine Eierliköre, schon gar kein Advokat mehr. So, sondern dann sagt man irgendwie Likör mit Eierzusatz oder irgendwie sowas in der Art.
Und obwohl das ja immer die ganz begehrten Eierliköre sind. Und auch jemand, der irgendwie was auf sich hält. Irgendwelche Szene-Barkeeper oder Menschen im Internet, die dann da groß von erzählen, von ihren besonderen Eierlikören. Die beziehen sich ja immer wieder dann, und das ist eigentlich spannend, auf Omas Rezept. Ja, wir haben dann irgendwie eine ganz seltsame Vorstellung einer Oma, die natürlich ein Klischeebild ist, also so graue Haare oder weiß und immer gut gelaunten Schürze vor. Und die macht natürlich ein ganz tolles Eierlikörrezept, besser als alles, was man so kaufen kann. Ja, so wird einem das immer verkauft. Dann hat man irgendwie, was weiß ich, so ein 19-jähriges Mädel in einem Video, die erzählt dann von ihrem Oma-Rezept. Das ist alles Blödsinn. So, wir gucken uns an, dass wir eine sinnvolle Reihenfolge machen. Und zwar würde ich sagen, fangen wir an mit, ich würde sagen, mit diesem wunderbaren Teil, nämlich Eierlikör mit Eierpunschgeschmack. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt halbwegs sinnvoll erkennen kann. Eierlikör mit Eierpunschgeschmack. Wir gehen also davon aus, es ist praktisch sowas wie das Original oder sowas in der Art. So, und wir sehen also hier bei dieser Abfüllung, 40 Milliliter Abfüllung, er hat 15 Volumenprozente Alkohol. Und wenn wir uns so die Farben anschauen, dieser etwas unterschiedlichen Geschmacksvarianten, würde ich jetzt erstmal gar nicht so einen Unterschied sehen. So, wir fangen also an mit dem mittleren Eierpunschgeschmack und gucken uns erstmal an, wie sich diese Spirituose verhält. Es ist etwas dickflüssiger, wirkt es doch als beispielsweise so eine Whisky-Spirituose. Da macht hier irgendwie das Verteilen im Glas gar nicht so wahnsinnig viel Sinn. Ich werde erstmal etwas nachlesen auf dieser herausragenden Pappe, ob wir da irgendwas an Informationen haben. Oh, das ist natürlich ganz wichtig, denn das bezieht sich auf alle diese ausgesuchten Qualitätsspirituosen, nämlich es ist natürlich nach geheimer, traditioneller Rezeptur wohl abgerundet im Geschmack und mit Eiern aus Bodenhaltung zubereitet. Das ist mir wohl wichtig. Ja. Goldadvokat Eierlikör schmeckt pur zum Kaffee, über Eis oder über frischen Früchten. Vor Genuss kurz schütteln, das habe ich jetzt auch gemerkt. Nach dem Öffnen kühl lagern und innerhalb von 6 Monaten verbrauchen. Wir werden hier nicht diese 6 Monate abwarten. Gibt es noch irgendetwas anderes auf dieser Pappe? Nein, keine Information. So, das heißt, wir müssen uns auf die Informationen der Flasche konzentrieren. Und da haben wir Eierlikör mit Eierpunschgeschmack Advokat. 40 Milliliter, 15 Volumenprozente Alkohol. Das war's. Keine weiteren Informationen. Wir wissen also nicht, ob das gefärbt oder nicht gefärbt, ob das kühl gefiltert oder nicht kühl gefiltert ist, aber über 15 Volumenprozent Alkohol, da wage ich zu bezweifeln, ob man eine Kühlfilterung dieser Spirituose hat angedeihen lassen. So. Im Vergleich mit der Whisky-Spirituose ist die Geruchsentwicklung eher marginal. Aber einen leichten chemischen Eiergeschmack, den kriegt man schon, ja. Tja. Irgendwie eiig, aber auch fruchtig. Frisch. Der Alkohol sticht nicht in der Nase. Obwohl er ja mit 15 Volumenprozenten die Alkoholgrenze ja über ein weiteres Prozent überschritten hat.
Ich würde sagen, wir zögern nicht allzu lang, sondern werden diese Spirituose jetzt verkosten. Donnerwetter. Kommt ja wahnsinnig cremig, sahnig, weich in den Mund. Füllt ihn dann auch durchaus aus. Mit einem Geschmack von, ich würde sagen, Eierpunsch. Doch. Und es kommen sofort Erinnerungen hervor aus der Kindheit, als man noch auf der Straße spielte. Selber hat man natürlich niemals den Eierlikör bekommen, aber die Damen mittleren Alters, die schenkten sich dann alle gackernd und kichernd und gurrend wie Hühner dann Eierlikör ein. Während die Männer generös lächelten und sich ihren Chivas und Rauchwaren irgendwie teilten. Ja, das ist doch eine interessante Entdeckung, dieser Eierpunschlikör. Der Alkohol ist sehr gut eingebunden. Da ist kein Stechen, da ist keine metallische Schärfe, sowas gar nicht. Füllt den Mundraum angenehm aus. Der Abgang ist eher kurz. Ja, das ist so ein, finde ich, ein ganz gelungener Einstieg. Wenn man sich also jetzt hier nun mit dem Eierpunsch, Eierlikör als sozusagen das Original, die Ausgangsbasis, womit beschäftigt. Jetzt schauen wir uns an, was man denn alles Tolles mit dieser Spirituose machen kann. Und da würde ich sagen, schauen wir uns erstmal an, weil es doch ziemlich nah beieinander liegt, diese Variante, nämlich hier steht, also Eierlikör, übrigens, ja, 5 Sterne hat das, ne? Eierlikör, diesmal mit Vanillegeschmack. Und wir werden den Eierlikör diesmal verkosten, ohne ihn im Glas jetzt irgendwie zu drehen und zu wenden. Ich entschuldige mich natürlich für diese Gläser. Das sind eigentlich eben keine speziellen Eierlikörgläser. Ich war jetzt nicht bereit, mir die zu kaufen, sondern das sind, ich glaube, vom Interwhisky irgendwie noch irgendwelche Verkostungsgläser. Oh, das ist anders. Der ist ganz anders. Der ist ganz anders. Der ist wesentlich weniger eich. Und liegt ja deutlich auf meiner Wellenlänge. Ich bin ein großer Freund von Vanillepudding. Natürlich nicht den aufwendig gemachten, gekochten von Omas Rezept, sondern ich liebe diesen Vanillepudding, den man einfach mit dem Pulver und einer kalten Milch zusammenmixt. Und das ist genau das. Also sehr deutlich Vanille, aber eben deutlich auch Vanillepudding. Und zwar in die Richtung von diesen Fertigmischungen, wo wahrscheinlich so gut wie keine Vanille drin ist. Also durchaus das, was wir so lieben von diesen Industrieprodukten, das haben wir eben hier auch. Durchaus verführerisch. Wir werden es testen. Die Konsistenz ist durchaus vergleichbar. Sehr cremig, sehr sahnig kommt es eben in den Mund, füllt den Mund auch aus und das, was wir jetzt so spüren, ist deutlich Vanillepulver.
Er löst nicht ganz das ein, was er eben in der Nase versprochen hat. Ich würde sagen, das ist doch ziemlich... Also es war ja schon die Ahnung von Vanillepudding-Fertigmischung, war ja schon da. Aber das hier ist dann doch eher sehr industriell. Also da würde ich doch sagen, meine Erwartungen von einem Eierlikör mit Vanillegeschmack, das ist dann doch ein bisschen zurückgegangen, da muss ich sagen. Also da, ja, und dann würde ich sagen, kämpfen wir uns jetzt durch. Habe ich übrigens die äußeren Werte übrigens auch genannt. Ja, 15 Volumenprozente Alkohol, das gilt aber für das gesamte erlesene Sortiment, das wir eben hier haben. Jetzt kommt die, vielleicht die Schwierigkeit. Ich habe manchmal durchaus ein gespaltenes Verhältnis zu Getränken mit Bananengeschmack. Und das ist jetzt das, was jetzt kommt. Das war Vanille und jetzt kommt, wo haben wir denn die Banane? Nein, da auch nicht. Das muss doch die Banane sein. Natürlich, mit dem gelben Schildchen, mit dem gelben Emblem auf dem Etikett. Das ist jetzt also der Eierlikör mit Bananengeschmack. Wie gesagt, selbe Volumenprozente Alkoholzahl. Und deswegen Probleme mit ich habe keine Probleme mit Bananen. Ich mag Bananen. Bananen sind wunderbar. Aber ich bin kein Freund von Bananenshakes. Sowas in der Art, das ist nicht so mein Ding. Und es ist auch nicht immer toll, wenn im Whisky beispielsweise ein gewisser Bananenaroma, Bananengeschmack, das gibt es ja durchaus bei dem einen oder anderen, das ist nicht so ganz meins. Obwohl das sind oft dann eher die Trockenbananen, also getrocknete Bananenscheiben, die wir dann so haben. Wollen wir mal gucken, was der hier bringt. Also das ist jetzt der Eierlikör Advocat. 5 Sterne natürlich, 5 Sterne. Aus dem Genussquintett von Lidl. Und das ist ein deutliches Bananenaroma. Und das ist jetzt sehr verwunderlich, gerade wenn man das eben auch nochmal vergleicht mit dem Vanillegeschmack. Dieses Bananenaroma ist wirklich wie Bananen. Also nicht wie ein künstlicher Aromastoff. Leider haben wir ja hier überhaupt keine Angaben in dieser mirakulösen Verpackung. Ich kann das gar nicht verstehen, aber müssten nicht die Bestandteile irgendwo aufgeführt werden? Gibt es da nicht irgendeine Lebensmittelverordnung oder sowas in der Art? Ich meine, bei Whisky ist es nun ganz einfach, da wissen wir nun mal, ja, es gibt eben nun mal, ja, die wenigen Bestandteile, die wir eben da kennen, die kennen wir, aber bei dieser spannenden Spirituose, wir wissen ja zum Beispiel gar nicht, was ist das eigentlich für ein Ausgangsalkohol, den wir da haben? Das wissen wir ja gar nicht. Ist das jetzt Wodka? Ist das jetzt ein hochqualitativer Whisky? In der Regel sagt man, muss das ein durchaus hochwertige Spirituose sein, aber letztlich ist ja nur vorgeschrieben Alkohol. So. Was das jetzt für ein Alkohol ist, keine Ahnung. Ja, ist das jetzt ein Gin? Ich gehe davon aus, dass es nur eine Wodka-artige Geschichte ist. Ja, also tatsächlich, das ist wenig künstlich, das ist durchaus bananig. Es wird wenig wundern, aber auch dieser Eierlikör mit Bananengeschmack kommt sehr cremig, sahnig, angenehm, wohlig in den Mund, füllt den Mundraum sehr deutlich aus. Der Abgang ist deutlich länger als bei den ersten beiden und es bleibt, ich habe immer noch einen Bananengeschmack im Mund, immer noch. Und jetzt stellt sich so langsam mehr und mehr auch eine gewisse Künstlichkeit des Aromas ein. Ich muss mal gerade spüren, weil das durchaus intensiver ist.
Ja, Alkohol ist wie bei den anderen Produkten auch herausragend eingebunden. Eigentlich spürt man ihn gar nicht. Vielleicht erklärt sich ja auch dadurch also dieses Image eines Mädchenlikörs, dass man eben sagt, dass wenig Alkohol und oder können die Damen mal gerne zwitschern. Aber wir wissen natürlich, dass alles Blödsinn ist. Denn gerade unter den Whisky-Liebhabern gibt es auch viele Whisky-Liebhaberinnen. Und die wichtigsten Menschen, die mittlerweile in der Whisky-Produktion sind, das sind ja auch oft eben Frauen. Also die gerade der Whisky und die Frau, das ist eine Verbindung, die ja immer intensiver wird. Und von daher ist das natürlich ein übles Image, aber trotzdem, auch bei ganz vielen Junggesellinnenabschieden, da wird dann oftmals Eierlikör gezwitschert, aber den ist er in der Regel nicht hochprozentig genug. Ansonsten kennen wir natürlich den Eierlikör vor allen Dingen auch aus der Osterzeit, auch aus der Weihnachtszeit. Ich glaube, dass bis dann so dieser Kaffee-Mokka-Likör à la Baileys so aufkam, war der Eierlikör einfach so das Geheimding schlechthin. Das hat sich jetzt kulturell etwas verlagert. Wir bleiben jetzt mal bei den Früchten und werden uns beschäftigen mit einer ganz spannenden Abfüllung, nämlich diesmal Eierlikör mit Maracuja-Geschmack. Mit Maracuja-Geschmack. So, und jetzt ist eben das große Rätsel und das bleibt und das kriegen wir jetzt hier nicht gelöst. Wir wissen, es kann nicht mit irgendwelchen Fässern zu tun haben, sondern irgendwie wird ja dann dieser Geschmack hier reingebracht. Und da gibt es mit Sicherheit Eierlikör-Spezialisten unter euch, die das Video sehen, die das vielleicht bereichern können, die auch ihre eigenen Eierliköre konzipieren. Die Frage ist eben, wie kriege ich jetzt Maracuja in diesen Eierlikör? Der große Unterschied zum Whisky ist eben, hier wird nicht durch die unterschiedliche Fassreifung das ein oder andere Ergebnis erzielt, sondern durch Zutaten. So, und was ist das jetzt hier für ein Maracuja-Zutat? Sind das Früchte, die da reingeschmissen werden? Ist es ein Maracuja-Brand irgendwie? Weil, keine Ahnung. So, das werden wir jetzt uns anschauen. Zur Farbgebung. Wie gesagt, es scheint mir doch alles irgendwie dieselbe Farbe zu sein, egal was das nun für eine Geschmacksrichtung dann da irgendwie ist. Wir haben hier keinen Aufdruck irgendwie im Sinne von, es ist gefärbt. Von daher müssen wir davon ausgehen, dass es alles die ganz natürliche Farbe ist, von dieses wunderbaren Naturprodukts. Tja. Ich mag ja Maracuja, auch Maracuja-Schorle, wo man ja weiß, das ist ein Zuckergetränk, da ist ja kaum noch irgendein Maracuja-Aroma drin. Mit ganz viel Fantasie habe ich jetzt hier die Tropen, aber es ist für mich eher etwas undefiniert. Also ich muss dazu sagen, ich war ja vom Aroma des Vanillegeschmacks ganz begeistert, der allerdings dann im Mund mich doch sehr enttäuscht hat. Der Bananengeschmack des Eierlikörs war aber am Anfang durchaus natürlich, später dann eher etwas künstlich. Das war jetzt auch nicht so total der Brüller und der Eierpunschgeschmack war wahrscheinlich noch der authentischste. Und das hier ist für mich schwer zu definieren. Vielleicht sollte ich noch mal eine Maracuja so essen, um das hier auch angemessen würdigen zu können. Aber das ist für mich eher undefiniert, schwierig, schwierig.
Tja, was soll ich sagen? Wahrscheinlich soll das ein Maracuja-Geschmack sein. Wahrscheinlich ist es auch. Es liegt natürlich nur an meiner Inkompetenz, dass ich gerade den Maracuja-Geschmack nicht so gut zuordnen kann. Es ist durchaus eine gewisse Fruchtigkeit. Ansonsten haben wir natürlich das Typische, was den Eierlikör eben ausmacht, eine gewisse Eiigkeit. Sahnig, cremig, kein Alkohol, der sticht, irgendwie unangenehme Alkoholnote, gar nichts in der Richtung. Naja, immerhin sind es doch ganz stolze 15%. Durchaus präsent. Jetzt. Aha, ich wollte gerade sagen, es ist der für mich deutlich unangenehmste Vertreter. Aber wenn man den jetzt ein bisschen im Mund lässt und dann. Also beim Schlucken ist das ist nicht lecker. Das ist nicht angenehm. Wenn man danach, so Stichwort Abgang, ein bisschen im Mundraum behält und dann mit der Zunge beispielsweise über die Zähne poliert, dann tatsächlich hat man so etwas wie Maracuja-Geschmack. Eine fast authentische Fruchtigkeit im Sinne von Maracuja. Aber sowohl das Verriechen ist jetzt kein Wohlgenuss. Böse Zungen sagen, ja, Eierlikör, das sei gar keine Spirituose, wo sich ein Verriechen irgendwie anbieten würde, sondern den soll man einfach nur wegkippen. Das ist nur zum Löten. Davon sind wir natürlich hier weit entfernt, sondern wir wollen natürlich die Genussprobe aufs Exempel machen, das ist ja klar. Also wie gesagt, so angenehm ist das Verriechen nicht. Das im Mundraum, der Geschmack ist jetzt auch nicht irgendwie so, dass man sagt, das ist aber ein toller Geschmack, das ist aber verführerisch, das ist aber angenehm. Und das Schlucken, das ist sehr unangenehm. Nicht, weil es irgendwie alkoholisch oder scharf oder bitter oder irgendwie sowas, sondern der Geschmack eben beim Schlucken ist kein angenehmer. Also Maracuja ganz schlecht. Das Einzige ist, wenn er weg ist und man dann eben nochmal mit der Zunge über die Zähne poliert, dann haben wir tatsächlich eine Maracuja-ähnliche Fruchtigkeit. Mit Abstand der schwächste Vertreter dieser natürlich imposanten Reihe. Und nun kommen wir zu etwas ganz Spannendem, nämlich dem letzten Vertreter. Und zwar ist das eben hier, na, wo ist er denn? Eierlikör mit Kirschwasser. So, Kirschwasser ist natürlich für alle Freunde des Schnapses ein Signalwort. Da leuchten die Augen, da blähen sich die Nüstern. Kirschwasser, das ist für manche der Höhepunkt der Spirituosen schlechthin. Und hier haben wir jetzt zum ersten Mal haben wir jetzt hier tatsächlich Angaben, was sich da eigentlich darin befindet. Also wir haben natürlich den Eierlikör. Die Zutaten des Eierlikörs sind hier nicht drin, aber wir wissen ja, es ist ein Advokat, es muss ein Advokat sein. Also das heißt, wir müssen hier 140 Gramm Eigelb und 150 Gramm Zucker pro Liter sowie ein Alkoholgehalt von mindestens 14% haben. Und das ist eben das Besondere. Und hier haben wir jetzt zum ersten Mal eben tatsächlich genauere Angaben, die uns ins Bild setzen. Das heißt also, wir haben hier nicht nur den Eierlikör, sondern wir haben 11%. 11% davon sind eben Kirschwasser. 15 Volumenprozente Alkohol. Und das setzt sich zusammen aus 52% Kirschwasser und 48% Ethylalkohol. Klingt das nicht verführerisch? Freunde des Genusses, wir werden das jetzt hier
in besonderer Weise zu würdigen versuchen, vom Verriechen her tut sich erstmal gar nichts. Ein Eierlikör, der einfach weniger riecht als die anderen Vertreter. Man könnte sagen, hier riecht nichts nach Künstlichkeit, weil es nach nichts riecht. Doch, doch. Ein leichter Schnapsgeruch ist da. Das ist dieses Kirschwasser. Ja, diese typischen Brände, ne, kennt man ja auch so. Da könnte man, natürlich könnten wir hier einen Schnapskanal machen. Wir könnten natürlich noch ganz viele wunderbare Brände hier mal verkosten. Aber eigentlich hatte ich ja eher vor, zum Whisky noch den Rum ein wenig dazu zu nehmen und jetzt gar nicht auf die gesamten Schnäpse. Das heißt Literatur und Whisky, es heißt nicht Literatur und Eierlikör. Obwohl man darüber nachdenken könnte. Durchaus, durchaus. Ja, das kann das Kirschwasser sein, was ich da rieche, aber ich rieche dadurch praktisch überhaupt kein Eierlikör. Der ja auch nur bei diesem Eierpunsch irgendwie sehr deutlich war. Ja, Freunde, das soll, ich glaube, das soll uns einfach nur gespannt machen auf das, was da kommt. Man riecht wenig, damit uns der Geschmack natürlich viel mehr überzeugt, gefangen, damit fasziniert, beschäftigt. Ja, wer Kirschwasser liebt, also diese Schnäpse, der kann damit was anfangen. Man merkt durchaus eine gewisse Bereicherung, eine gewisse Komplexität, die diesen anderen doch eher einfach strukturierten Getränken dann vielleicht abging. Der Abgang ist gemessen an den anderen eher mittellang. Für Freunde des Whisky-Genusses eher kurz, aber das hat einfach mit dieser Form der Spirituose zu tun. Wir haben auch hier eine gewisse Künstlichkeit, würde ich sagen. Ansonsten auch hier wieder ein wunderbar eingebundener Alkohol, Ethylalkohol, hochqualitativ, wie wir das eben feststellen durften. Und auch dieses sahnig-cremige Mundgefühl und durchaus eine interessante Variante durch dieses Kirschwasser. Ja, das ist, also doch finde ich, ein bleibender Eindruck. Wenn ich jetzt dieses fantastische Tasting-Set hier nochmal so Revue passieren lasse, da würde ich doch sagen, meine größte Hoffnung war eigentlich der Eierlikör mit Vanillegeschmack, weil er immer doch was versprach in der Nase, was er allerdings nicht hielt. Es war dann eben doch, man hatte eben gedacht, man bekäme dieses, wie hieß der, heißt das, Dr. Oetker Paradiescreme, aber dann wurde es tatsächlich nur irgendwie sowas, billigstes Pulver. Der Eierpunsch war authentisch und war gut, und da müsste man jetzt vielleicht sagen, okay, vielleicht dann ein Vergleich mit anderen vielleicht hochpreisigeren Eierlikörprodukten. Der Maracuja-Geschmack war mit Abstand für mich das schlechteste. Bananengeschmack, naja, wer es mag, wer so Bananenshakes und so weiter mag, der wird damit durchaus glücklich sein. Und Eierlikör mit Kirschwasser, das ist natürlich eine ganz besondere Variante für Freunde, die Komplexität letztlich wollen, die eine besondere Tiefe wollen, die sich mehr erwarten von dieser Spirituose, als einfach nur schnell sich irgendwie was zu bölken. Ja.
Ja, so soll es erstmal gewesen sein. Aber auf eine Sache möchte ich noch hinweisen. Eierliköre eignen sich ja hervorragend, das wurde ja hier schon angedeutet, um sie entweder über Eis oder irgendwelche anderen Dinge, Früchte oder sowas, zu gießen. Man kann natürlich auch was ganz Wunderbares damit anstellen. Man kann natürlich auch, wie hier zum Beispiel in diesem Fall hier, eine Eierlikör-Torte backen. Ja, das würde jetzt man eher als Eierlikör-Schnitte deklarieren und weniger als Eierlikör-Torte. Und da würde natürlich die große Bäckerkunst oder Konditorkunst zeigt sich natürlich dann vor allen Dingen darin, eben auch das, was den Eierlikör macht, also zum Erlebnis macht, eben auch in das Gebäck hinein zu transportieren. Wir wollen mal schauen, ob der Bäcker von der Ecke das auch dementsprechend gut bewerkstelligt hat. Ich lasse mal den Teig weg und beschäftige mich ausschließlich mit der Eierlikörsahne. Also, man hat das Gefühl, dass hiermit tatsächlich mit wirklichem Eierlikör gearbeitet wurde. Und das ist also eine weitere Empfehlung. Das heißt, dieses Video ist nicht nur das XXL-Tasting-Video zum Eierlikör, sondern es ist auch gleichzeitig noch ein Tipp, beim Bäcker um die Ecke mal zu gucken, ob der nicht eine Eierlikör-Torte hat. Damit wird nicht nur die Dame erfreut, sondern auch der Herr. Das soll es jetzt aber nun wirklich gewesen sein. Ich weiß noch nicht, ob ich diesen Kanal doch tatsächlich ändern werde und weiter tiefer in die Eierlikör-Thematik einsteigen werde. Heißt also, es könnte sein, dass dann ab nächster Woche dann nicht mehr Literatur und Whisky heißt, sondern Literatur und Eierlikör und wie die verschiedensten Angebote und Macharten von Eierlikör dann hier mindestens durch ganz Deutschland mal versuchen auszutesten. Ich werde jetzt darüber nachdenken, mich zurückziehen und das werde ich tun, indem ich dann also diese Gläser dann noch alle entsprechend leere. Das soll es gewesen sein. Macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal und denkt bitte daran, der Eierlikörfreund ist ein Genießer. Er seufzt.